Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge SimCity, wieder mit dem Yamato, wie immer. Ich bin dabei, ihr werdet mich nicht los, ich bin eine Krankheit. Ja, wie so eine Krake, saugt sie immer mal fest. So. Spaß beiseite, ich bin froh, dass ich hier mit dabei bin. Ja, ich auch. Und wir brauchen Strom, ich bin Omega, ich ziehe ganz viel. Ah, guck mal, dann machen wir so einen Stromverstärker. Bam. Strom mache ich jetzt 100 MW Überschuss. Und jetzt klär mir bitte mal einer, warum das Megaturm immer noch Strom benötigt. Das kann ich dir leider nicht erklären. Ja, mache ich. Seid hier, go. Oh. Boom. Was will jetzt hier schon wieder an... Kontrollen nicht von Nachbarn beziehen? Nein! Alter, wieso macht denn so wenig? Aber wie viel braucht denn der hier an Strom? Ja! Oder? Oh. Hat meine Etage der mittleren IKS, ja langsam läuft ja doch mit Strom. Ich glaube, die Dachetage war das Problem. Alter, ich brauche unbedingt. Ja, Sonnenenergie wäre doch ideal. Wäre doch ideal. Alter, ich muss irgendwas bauen, was mehr Strom macht als Windkraftwerke. Hey, das ein Atomkraftwerk. Nee, noch nicht. Wellenkraftwerk, Kernfusionsanlage. Hey, das ist doch nicht mal, wie viel Strom zieht denn das Ding bitte? Zu viel? Die Stromanzeige bei dem Ding gefällt mir nicht. So, ich habe einen Trümmerhaufen. Wo ist denn der? Lieferungen. Der leckt mich doch am Arsch, ey. Ich muss gleich mal umsteigen auf ein Ölkraftwerk. Sonst habe ich ein Problem. Luftverschmutzung. Wo ist die Gebietsverteilung? Aha, ich glaube ich... Oh, ein Stromverstärker. So, habe ich jetzt mal endlich genug für so ein scheiß Ölkraftwerk. 27.000. Ja, langsam habe ich wieder mal ein schönes Plus in der Kasse. Das freut mich. So, jetzt hier Ölkraftwerk, go, go. So. Feuerwehrleute aus Yamatohausen helfen freiwillig, finde ich sehr schön. Megawatt in der Stunde zieht meine Stadt. Wo siehst du das denn eigentlich? Ich habe gerade den Erfolg geerntet. Ach so, ah okay. Alter! So komm, Windkraftwerk braucht keiner mehr. So, abgeschaltet. Wobei kann ich jetzt eigentlich auch abreißen, ganz ehrlich. So, was ich auf jeden Fall gleich mal machen werde. Einfach weil ich es kann. Ja, das sowieso. Und ein Turbinengenerator mit Verbrennungsmotor. Hat nämlich nur mittlere Umweltverschmutzung. Und man muss ja auch die Umwelt nicht so verschmutzen mit Absicht. Wobei doch, eigentlich wissen wir, das ist ja böse Stadt hier im Prinzip. Na, trotzdem. Ja. Produktion und Kapazität. Okay. Ach so, das ist die falsche Karte gewesen. Ach du Scheiße. Ich brauche 313 Megawatt an Strom. Nein, ich mache keine Gebäude in die Zukunft, zumindest noch nicht. Wenn wir das Eisenbahnnetz ausbauen, können wir mehr Ressourcen vom Weltmarkt holen. Ja, nee. Deine 100.000 sind immer noch nicht bei mir angekommen. Alter. Bist du sicher, dass du sie an mich geschickt hast? Ja, also ich habe immer keine 100.000 bekommen. Sieht man hier nochmal alle Transaktionen? Ich habe ein Bildungsproblem. Bin eingebildet. Nein, natürlich nicht. Warte mal, kann ich nicht... Boah, man muss doch irgendwie einfach so machen.
Dann kann man doch bestimmt von der Stadt aus ein Geschenk. Was ist bei dir los? Oh, der Campus ist voll. Aber ich hab so sehr... Ich guck immer noch mal eben nach. Da, Shep, bekommst du ja noch ein Schild, dass du eine Uni bist. Fußgängerweg, toll, was bringt mir der? Nur für Fußgänger eignet sich für das... Ja, das ist doch wunderschön, interessiert mich gerade einen Feuchten. Im Bau. So, Frisity ControlNet Transmitter. Finde ich sehr schön. Wie weit erfülle ich denn schon deine Voraussetzungen? ControlNet-Anlage, hast du die schon erforscht? Kann ich gleich mal machen? Ja, müsste ich gleich machen können. Im Motorhaus ist die Speerspitze der Hightech-Entwicklung. Ja, freut mich. Yay. Geil, ich habe bald die 1000 Sims erreicht für das Upgrade. Ja, man faselt immer schön im Ladebildschirm, das ist echt immer sehr schön. Weißt du was, um dich jetzt mit Strom versorgen zu können, bekommst du jetzt das Ding. Der Megaturm bekommt jetzt ein Sonnendach. Oh, schön. So, jetzt kann ich mal gucken. Stromausfall, Stromausfall, Stromausfall. So, jetzt kann ich mal gucken hier, was? Ja, mein Gott, ey. Die ControlNet-Anlage wird gerade erforscht. Das zum einen. Und das andere, die Geschenke, habe ich sehr sicher. Warte mal. Aber mir wurde 100.000 abgezogen. Also müssten die vielleicht bald bei dir ankommen. Lädt Lichtzellen auf. Okay. Ah, Mann. So, ich bin wieder back. Also das Geld müsste eigentlich bald mal sein, nach 1000 Jahren. Ja, ich finde es gerade richtig geil. Okay, mal schauen, wie sich das neue Dach jetzt auswirkt. Bestimmt ganz schlecht. So. Ach, man, ich kann wieder auf der Geschwindigkeit gehen. Du nimmst sogar mir, du nimmst jetzt sogar der neuen Stadt ein bisschen Müll ab. Lol. So, wie viel Geld? Ah, guck mal, 22.000 kann man doch eben mal hier. Das Ding hier, jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich nicht das ganze Ding wegreiße. So. Gegen das hier austauschen. Ja, jetzt komm ich wieder, aber hier kommst du. Bam. Ja, yeah, ein sauberer, cooler Generator. Ich habe keine verlassenen Gebäude. So, was willst du? Mangel an Arbeitern. Ey, ich habe doch knapp 210.000 Einwohner. Was willst du denn von mir? Nein, ich möchte keine Zukunft. Vorerst. Mein Gott. Dann raffen die das endlich. Probleme über Probleme, ich sag's dir. Wir brauchen Erz. Alles ein bisschen Scheiße. Hat es endlich geschafft, dass man genügend Strom hat, der Megaturm? Ach, hat das endlich mal geschafft? Wie sieht denn eigentlich mit Wasser aus? Aber wieso brauchen die denn auch noch Erz?
Hm. Egal. Da haben wir echt kein Arzt, ist doch einfach scheiße dann. Nee, nicht kein cooler Bergwerk. Oh, Erzbergwerk kann ich noch gar nicht bauen. Da muss ich mal eben gucken. Erzkarte. Nein. Ach man. Nein. Ach, scheiße. Aber hier ist echt kein Erz. Doch, hier ist ein bisschen Erz. Ja, direkt über Wohngebiet. Das ist natürlich richtig typisch. Erz unter ihrer Stadt. Ich hab Erz unter meiner Stadt. Ne, hab ich gar nicht. Verdammt, es war was anderes. Scheiße. Ja, Bingo! Bingo. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ja, meine Sonnenenergie-Dachetage. 240 Megawatt Produktion. Okay. Mein Stromproblem ist gelöst. Geil. Sie müssen für den Ressourcen auf dem Weltmarkt mit Nachbarnlager hinzufügen. Überfüllte Klassen. Oh, ja, schön, wenn so ein aktuell läuft. Sind wir jetzt alle glücklich hier? Oh, es funktioniert. So, Import. Export, nee, Import. So, warte mal, wie glücklich das sieht drauf aus. Was ist denn hier los? Ja, du willst mich verscheißern? So, hier, abreißen hier, weg damit. So, was haben wir hier noch? Wir haben hier gar nichts mehr. Ich finde es auch sehr schön. Das heißt, null abgerissene, null zu abreißende Gebäude. So rum. Es läuft. Was wollen die hier schon wieder? Ja. Ach, gar nichts. Okay. Aber die wollen die Gesundheit. Ah, da 14 Tote pro Tag. Willst du mich fragen, was machen die denn alle? Jetzt mal ganz ehrlich. So, Omega hat auch jetzt Erz. Ich hoffe nur, dass es jetzt nicht so ins Gewicht fällt. Ich hoffe, dass er jetzt gleich das Uni-Upgrade kriegt, das ich haben will. Okay. Ach, hast du schon eine Uni jetzt? Ach, man. Ja, abgegradet. Und ich werde eine Stadt nur nach Schachbrettmuster bauen, weil das eine produktive Stadt ist und so, keine Schule. Was baue ich denn? Naturwissenschaft, Medizin, Juristik. Was bringt denn die? Also wenn du Strom möchtest, brauchst du Naturwissenschaft. Weil da kannst du dann nämlich dieses andere Windkraftwerk und so ein Zeug bauen. Ach, du meinst die verbesserte Turbine. Wirtschaftsuni. Alter, das ist doch mal wieder hier. Ich muss hier rummeckern. Vielleicht den wirtschaftlichen Profit. Könnt mal gucken. Welches Forschungsprojekt kann ich denn starten? Sonnenwärmekraftwerk, Großprojekt Solaranlage, vertikale Windturbine. Oh mein Gott, vertikal. So. Ich glaube, ich baue die Ingenieursuni. Was kannst du da machen dann als Upgrades? Nee, bei der Ingenieursuni habe ich nämlich dann auch noch die Chemiebrandfahrzeuge. Oh, das ist eigentlich ganz gut dann. So, wir brauchen eigentlich, Alter, Omega hat voll die fette Rauchwolke immer, ey. Na, ganz toll. Das muss ich aber noch irgendwie verteilen können, oder? Großprojekt Raumfahrtzentrum. Ja, Gefahrstoffe können jetzt bekämpft werden. Okay. Und der saubere Ölgenerator. Kann ich jetzt auch noch machen. Was soll ich denn für die Ruhe? Sorgen Sie für Franchise-Annahmen von 5000 Stunden. 5000 Stunden, mein Gott, ich laber ja auch noch Scheiße, ne? Von $5000 natürlich. Bisher $1384. War da nicht noch der Kohlegenerator mit dabei? Ja, genau den will ich haben.
Alter, warum mache ich bitte auf einmal so ein Minus? Tja. Vor allem, ich muss mit die Straßendichte erhöhen, ey, das läuft ja gar nicht. Deine 100.000 sind immer noch nicht da im Übrigen. Alter, das ist... Ah, echt ein Traum. Aber es wurde vom, auf jeden Fall schon von meiner Stadt abgezogen. Boah, ich hab doch Strom. Was wollen die denn hier, ey, Mann? Ich muss rummeckern über irgendwas, was sowieso nicht stimmt. Da, Strom läuft doch perfekt. 132 im Überschuss. So, hier, hast du es. Alter, willst du mich verarschen? Warum bin ich jetzt unter... Warum habe ich jetzt 200.000 Marke nicht mehr? Das ist mysteriös. Ach, weil sich alles ausbaut. Omega macht 480 plus, das ist der Premium. Ist der Premium. Weißt du, was du jetzt noch aus? Du baust jetzt noch ein Wohnheim hin. Oh, verdammt. Schützt mein Grundstück, stell sofort eine Feuerwache auf. Ja, ja, mach ich mal irgendwann. Wenn das Geld dazu da ist. 3000 in der Stunde, er müsste bald da sein. Ich kann bald Juni wieder upgraden. Okay, das ist gut. Da läuft deine Turbine nicht. Alter, das, dieses Erz, ne, das zu kaufen, das ist krass. Sag mal, bist du direkt neben mir? Ja. Ah. Aber der Industriedampf geht nicht zu dir, oder Dampf, Wind, wie auch immer. Der, aber der Megaturm sticht heraus. Oh ja. Alter, das ist so... Ich finde es halt schade, dass die Nachbarschaft so ein bisschen verpixelt, oder das heißt so ein bisschen ziemlich krass verpixelt ist. Aber gut, dann wäre das Spiel wahrscheinlich einfach zu umfangreich. Aber seht euch doch mal diese schöne Landschaft an von den Nachbarn. Ja, wo über Rauch ist. Ich weiß gar nicht, forsche eigentlich jetzt in der anderen Stadt weiter. Weil sonst können wir nicht lange warten auf den Control-Netz-Verstärker, was wir auch immer wieder brauchen. Du musst in der Stadt bleiben, bis es erforscht ist. Na toll. Ja, das möchte ich aber hier noch eben eine Feuerwehr bauen. Alter. Scheiße. Hast du es als Zukunftshausen geschicktes Geld? Nach Zukunftshausen? Wenn ja, dann bleib in der Stadt, bis das Geld geschickt wurde. Dann kein Wunder, dass es so lange dauert. Ach so, muss... Du musst dazu in der Stadt bleiben. Ja. Ja, warte mal. Ja, komm, nee, komm, ich geh jetzt einmal in meine Stadt. Boah, es ist aber ein bisschen nervig, ganz ehrlich, dass du da, damit es weiter Fortschritt macht, in der Stadt bleiben musst. Das hat sich noch nicht so wirklich, Alter, das... Ohne, wir müssen auch gleich wieder Schluss, Mann. Fällt mir gerade auf, wenn ich gerade auf meinen Timer guck. Was, will Schluss machen mit dir? Ja. So, es beginnt hier gleich der neue Unterricht. Oh nein. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich heute die 2000 schaffe. Wie sehen wir denn mit Wasser aus? Ja, noch ganz gut. Und mit Strom? Ja, über den Tag bin ich ja eben durch meinen Megaturm gedeckt. Wohngebiete, in die verschmutzte Luft hineingeweht wird, machen ihre Sims krank. Oh, das ist natürlich blöd. Oh Mann, ey. Ich bin Ladescreen, ich brauche lange. Jetzt zwei verlassene Gebäude, was ist mit dir? Weil ich so lustig bin, reiße ich jetzt mal kurz alle ab. Hallo, was ist mit dir? Warum bist du verlassen? Oh.
Alter, ich habe langsam immer mehr Hochhäuser und Wohnblocks. Was erfreut mich. Geh doch mal in die Stadt rein. Das geht ja, gerade schwer. Jetzt mal immerhin ist gerade mein PC schön leise. Also so klinge ich, wenn im Inneren kein Rauschen ist. Ich höre dich immer ohne Rauschen. Ja, aber in der Aufnahme rauscht es immer. Also ich probiere es halt immer zu entfernen mit Camtasia. Und das funktioniert eigentlich sogar ganz gut. Aber optimal ist es natürlich auch nicht. Langsame Feuerwehr, wo haben wir denn hier eine Feuerwache? Oh! Oh! Also, oh. Ich hab noch eine Feuerwache. Wollen wir gleich mal eine größere hin? Die würde ich sagen, kommt jetzt mal damit her, oder? Ah, man saß, das mal was hier mit betreten. So. Da daher und da daher und bekommst hier noch einen Einsatz. Bekommst hier noch so einen schönen Turm und eine schöne Fahne und ein Schild, damit das jeder weiß, dass es hier eine Feuerwehr ist. Erkennt man ja auch nicht, ne? Nö, nö, überhaupt nicht. Was ist mit dem Müll? Ich glaube, dass gerade bei mir in SimCity die Server gerade nicht reagieren. Aber nee, jetzt bin ich drin. Okay. Ich habe nichts gesagt. Oh, er ist drin. So, und jetzt wird bei uns hier gleich eine Krake kommen und hoffentlich mal den ganzen Müll wegfressen. Das ist so eine Riesenhexe. Riesenhexe und Krake? Ein Riesenmonster. Du kannst sie auch extra spawnen lassen, ne? Das funktioniert so echt, das frisst ja echt deinen Müll. Muss halt gucken, dass du es neben der Müllhalle machst. Das mache ich, das habe ich gerade gemacht. Boah, krass, ey. Eine Stadt baut in die Höhe. Das ist ja die Höhe. So, ja, genau, friss nur meine Müll, friss dich satt. So, wir müssen auch wieder Schluss machen jetzt. Moment, ich warte noch auf das Riesenmonster. Ah, okay. Und CTO, nee, warte, stimmt gar nicht. Ich bin gerade bei Watch Dogs. Nee, Control Net Anlage 32% erforscht. Was macht denn der PC bei mir gerade im Hintergrund? Muss ich nicht mehr nachgucken. Ich habe gerade hier 15 FPS, das ist nicht gut. Ich bin Vogel, ich muss hier rumzwitschern. So, und einmal noch, weil es so lustig war. Es hat wieder Hunger, die Wiesnächste. Ja. Das hier Mikrocredit, wir machen ordentlich Gewinn. So, Razor Games fährt weg gerade in der Limousine. Sky Tower 1, was ist das hier? Sky Tower 1 nochmal. Okay, warum auch nicht? Verkauf an 1000 Control Net Einheiten an Yamato Gaming, HD in Yamato Hausen, genau, so stimmt's. So, ich hab dein Geschenk erhalten. Ein Wunder! Wobei es lag jetzt auch daran, dass ich nicht in der Stadt war, aber trotzdem. Boah, Alter, ey. Lex über Lex bei mir. Und
unglaublich. Und vor allem, das kann aber nicht an der Masse der Stadt liegen, weil ich habe ja da nicht weitergebaut. Aber wir müssen jetzt echt mal Schluss machen, wir haben jetzt 25 Minuten und ja, jetzt machen wir die halbe Stunde noch voll, jetzt ist auch schon egal. Okay. Die Frage ist, guck mal, ich kann erstmal auf doppelte Geschwindigkeit gehen. Dann können wir eigentlich hier mal... Jetzt habe ich mir mal einen ganz anderen Trick. Wegen meinem Müll. 33% erforscht, das freut mich. Nicht. Ja, stimmt. Aber nur 17.000 Einwohner, ich habe die ganze scheiß Fläche zugebaut. Und nur 17 fucking 1000 Einwohner. Dafür coole Musik im Hintergrund. Und dann ist alles gut. Über deine Einwohner kann ich gerade nur lachen. Jo. Es riecht verbrannt hier. So, wie war ich im Überschuss? Oh. Megawatt. Freut mich. Und jetzt ist das Rauschmeer im Hintergrund, baue ich. So, hier, was ist das denn jetzt? Wir wollen mehr Klassenzimmer, lass mich raten. Sie möchten die allgemeine Hochschule erweitern, sehen Sie sich an, was alles möglich ist. Oh, da, das ist doch voll, das freut mich. So, hier, die schöne Musik unterbrochen, naja, scheiß drauf. Ein schönes Klassen. Jetzt weiß ich, wie ich noch Geld verdienen kann, hahaha. YouTube. Was sowieso. Naja, wir sitzen ja gerade unseren Willen, ne? Wissen ja die wenigsten. Ich finde die Straße so schön. So schön geschwungen. Und das Elektrizitätswerk ist auch schön. Wie viel. Ah, guck mal, die Beliebtheit ist schön oben. So, jetzt habe ich mal einen Recycling-Brumm aufgebaut. Erreicht eine Bevölkerungszahl von 40.000 Sims, bisher 16.000. Ach, das ist so blamabel, ne? Und es ist plötzlich Nacht geworden, herzlichen Glückwunsch. Aber ich so auf einen Schlag. Mit der Feuerwache in der Stadt fühle ich mich viel sicherer. Ich liebe es. Wie viel kostet hier nicht so ein Ding? Wie von meinem wunderbaren modernen Turm aus, das Meer an Sims unter mir anzusehen. Ja, und der Turm liebt es, die Meere an Sims in den ihrer Meinung nach hohen Türmen anzusehen. Und der Megaturm liebt es, die noch höheren Türme. Okay, ich auf. Ich verarbeite jetzt nämlich alles Recycelbare zu Plastik und das Plastik verkaufe ich. Das bedeutet Geld. Hui. Und Großprojekte. Wieso Plastik, oder? Ja, kannst du daraus Sachen machen. TV-Geräte zum Beispiel, Computer. Kannst alles draus machen. Ja, wenn ich Leichtmetall und Metall noch weitermache, aber das mache ich nicht. Ja, wir bräuchten eine Stadt, die richtig viel Erze hat, ne? Ich habe nämlich bei mir nur Öl. Das ist voll scheiße. Aber naja. Wie viel Controlnet habe ich eigentlich noch? Für Plastik muss ich mich jetzt noch für... 6260 Control... Alter, das geht voll ab. Und die Controlnet-Anlage, die erforscht man gerade hier schön. Hier bitte mal ein bisschen den Speed erhöhen. 50% erforscht. Und erhalten Sie 5 Wohngebiete der oberen EKS, bisher 0. Ich gratuliere. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin in dieser Stadt so erfolgreich, dass ich bald renovieren kann. Sagt er in einem Mehrfamilienhaus. Jetzt hat meine Produktion angehalten. Ja schön, leck mich doch am Arsch.
So, läuft mit Batterie. Ja, super. Alter, 400.000 Geld. Und ich weiß nicht, wohin damit. Ich habe nämlich schon... meine ganze Stadt dann aber voll gebaut. Oh, und ich sehe die andere Stadt, die wir gerade, die ich gerade führe, die wir, wie ich, wie auch immer. Wir sind jetzt bei 30 Minuten, ne? Ja, Moment, ich will noch kurz ein, zwei Sachen. Ach, weil es jetzt auch schon egal ist. Zu wenig Simoleons. Die Steuern bringen uns um. Ja, aber da aus dem Fenster springt, weil das Haus so hoch ist wahrscheinlich. So. Was hast du denn? Mangelnde Arbeiter. Ein schöner Bau. Wie viele Busse habe ich denn? Oh, zu wenig Simoleons, scheiße. Zu wenig Simoleons, verdammt. Kohlevorräte knapp, scheiße, scheiße. Das Kohle? Doch darum kümmern wir uns dann in der nächsten Folge. Ja, würde ich auch sagen. Bis dahin. Tschüss.